Hallo Leute, willkommen zu meinem, ja, mit meinem neuesten Spiel, was sogar Lieblingsspielpotenzial hat. Wir sind bei Clash Royale. So, ich bin gerade erstmal hier reingegangen und sehe, ich habe fleißig von den Kollegen gespendet gekriegt, dass wir die Goblin-Speer-Typis voll haben. Dann ist meine Free Chest da. Machen wir mal gleich zusammen auf. 31 Gold, nochmal zwei Goblin-Typis. Zwei Skelettens, sehr schön. Und ja, also Clash Royale, mein erstes richtiges Video. Das erste Video war ja so, ich habe es ja selbst gar noch nie vorher gespielt. Und darum jetzt erzähle ich nochmal schon ein bisschen was dazu. Es hat vieles, was mir extrem gut gefällt. Zum einen natürlich Grafik und dass es eben Clash of Clans-Style ist, die Monster und die man kennt und so weiter. Aber das Beste ist das Kampfsystem, dass man echt kämpft, dass es Echtzeitkämpfe gegen echte Gegner sind. Nicht jetzt wie bei Supercard oder so, wo man ja nur gegen einen Bot spielt, der mit meinem Deck halt spielt. Darum kriege ich ja immer die Infos, oh, ich habe dich besiegt. Ja, du hast mein Deck besiegt, vielleicht mit meinen Trainingskarten drin. Das ist hier nicht der Fall. Hier spielst du Echtzeit gegen echte Menschen. Und das finde ich geil. Also das finde ich richtig gut. Und es ist natürlich free to play. Sie wollen natürlich auch, dass wir unsere Gems kaufen. Aber ich habe natürlich noch nichts ausgegeben. Habe jetzt gestern zweimal eine Goldchest geöffnet. Die habe ich im Kampf gekriegt. Ihr habt es vielleicht hier auch gerade gesehen. Ich habe auch eine mystische gekriegt. Die ist aber erst ab Arena Level 3 auf. Da komme ich aber gleich dazu. Und habe hier einiges gezogen. Also zwei, die goldene war gestern schon, da müsstet ihr im Stream dabei gewesen sein, aber hier wirklich alles, was jetzt hier mehr wird, gerade die Minions hatte ich gestern noch gar nicht und die habe ich heute einmal in der Gold-Chest und dann zweimal in der Wooden-Chest drin gehabt, dass ich jetzt hier sieben habe und auch den ganzen anderen Kram kommt aus einfachen Chests, die man immer kriegt pro Kampf oder halt auch die Wooden-Chest, die alle, ich nehme jetzt einmal an, 4 Stunden da ist. Und man kann sich hier noch die dicke Crown Chest erspielen, die man halt daily kriegt. Und sonst kriegt man im Kampf silberne, goldene und, naja, eine mystische habe ich jetzt auch erst gekriegt. Aber dauert 12 Stunden. Aber ist halt sau viel drin. Sind 51 normale Karten drin, eine Epic und 10 Rares. Also sehr nice. Hätte ich die 72, würde ich sie jetzt einfach aufdrücken. Einfach nur, dass wir es sehen können, aber ja. Gleich machen wir mal einen Kampf, gleich erzähle ich was zu meiner Taktik. Meine Taktik ist natürlich, tja, abhängig von, oder die Taktik, die man spielt, ist abhängig von den Monstern, die man hat. Und ich habe halt als epische Karte die Witch gekriegt und hier als Rare den Riesen. Ich glaube, den Riesen hat jeder, aber in meinen Augen, so was ich jetzt bisher erlebt habe, der Prinz ist extrem nett und der Drache als Lufteinheit sehr nett. Also die in Combo finde ich sogar sehr hart, aber gut. Hier Valkyrie habe ich nicht im Deck und den Pekka, den habe ich gestern auch erst neu gekriegt, noch nicht gespielt. Ich habe das Goblin-Haus, ist das hier, glaube ich? Goblin hat, genau. Da spawnen Goblins raus, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr spielt. Und ich habe den Friedhof geklickt, da spawnen Skelette raus. Aber halt die ganzen neuen Karten will ich erst mal testen im Teamspiel. Im Übrigen, wir haben einen Mr. Angezockt-Clan gemacht. Der ist aber schon gut besucht. Ich gehe gleich mal rein. Gold könnte immer so ein Problem werden, aber ich möchte die Speer-Goblins upgraden auf Level 4, weil die habe ich oft dabei. Den Feuerball, der kostet auch 50, aber da warte ich mit dem Upgrade oder nicht. Ja, gucken wir mal. Man muss halt ein bisschen, ich weiß noch nicht, wie Gold und Gems, die Echtgeldwährung, sag ich mal, kriegt man schon teilweise auch aus den Wooden Chests. Da sind immer so 2 Stück drin. Man kriegt die hier aus Belohnungen und so weiter. Aber wo man die echt gut drauf ist, das hier ist das Clan-Symbol. Mr. Angezockt Clan. Oh, wir haben nur noch einen Platz. Meine Fresse. Haben wir fleißig aufgenommen.
Also, hier geht's gut ab. Momentan fordert keiner was, aber hier kann man quasi sich Karten anfordern von den Teamkollegen und sagen, hier rutschen mir mal ein paar Bogenschützen rüber und dann kriegt man dafür auch Erfahrung und Gems. Also das heißt, in der Variante kommt man da natürlich auch hier weiter. Also hier, das ist die Erfahrung, das Erfahrungslevel und das kriegt man auch im Clan. Und hier, das ist natürlich die Crown Chest, das ist so ein Daily, was man erfüllen muss. Die Arenen, hier, ich bin gerade in Arena 2, ist immer abhängig, welche Pokale man sind. Also ich bin kurz vor Arena 3 vom Barbarian Bowl und dann kann man auch die Karten, die es hier gibt, freischalten, noch zu denen, die es halt hier schon gibt. Und was haben wir hier noch? Hier haben wir noch den Shop. Auch hier so eine Sache. Okay, die epischen Sachen kann ich mir mit meinem Goldstand in keinster Weise leisten. Hier, ich hatte gestern hier die Bogenschützen und das wird pro Teil, das man kauft, immer um eins teurer. Also das fängt bei 3 an oder so, 4, 5, 6 und da kann man 50 Stück kaufen, wenn man genug Gold hat. Hier Bomb Tower kostet 40, ist halt eine Rare Card. Ich aus dem Bauch raus würde jetzt sagen, lohnt sich zu kaufen, wenn man das Gebäude noch nicht hat für 40. Ich kann es aber einfach nicht sagen. Also ich werde es, weiß ich auch noch nicht, ob ich es mir kaufen werde oder nicht. Aber jetzt wollen wir mal ins Gameplay angucken. Ich habe das so gefeiert und darum machen wir mal einen Kampf. Ich brauche eigentlich nur noch einen Sieg, um in die nächste Arena zu kommen. Das habe ich aber gestern Abend schon gedacht. Und bin dann immer mal wieder verloren. Ich spiele jetzt gegen Gegner Level 5. Ich sehe jetzt schon, dass ich da keine Chance habe. Wobei ich meine besten Karten, also meine liebste Starthand dabei habe. Und das ist quasi die Skelettqueen. Ja, guck mal, was wir alles haben. Dicke Level 5 kennen. Da kann man Level 2 Riesen wahrscheinlich nichts gegen machen. Mit dem Tower hinten. Das ist meine liebste Strategie. Ich spiele am liebsten den Riesen und die Witch, weil die Witch halt einfach Monster spammen kann. Und hier kann ich mal verteilen. Oh, geh weg mit deinem Goblin. Level 7. Nicht Level 5. Also der macht mich nicht. Der ist einfach im Level über mir. Der ist nicht so doll platziert. Genau, wenn das stirbt, kommt nochmal. So. Aber sein Tower ist jetzt auch schon halt hart angeschlagen. Ich werde jetzt wieder warten, bis ich mein. Ja, das macht er ganz geschickt. Er macht meine Wege dicht. Er will halt seinen Tower beschützen. Spammt da jetzt mal raus. Er kann dann seinen Riesen von da trocken. Aber ist halt auch jetzt kein fairer Gegner für mich, muss ich ehrlich sagen. Komm. 60 Sekunden. Okay, jetzt habe ich wieder einen Riesen. Ich hätte es natürlich feuerballen können, das werde ich auch jetzt noch machen. Weil es mir halt einfach zu viel Damage macht und ich halt hinter dem Riesen noch Monster zum Puffer schicken kann. Und hier will ich nur verteidigen. Das ist relativ. Okay, er hat das Spielprinzip auch verstanden, auch nicht, dass die Monster zurücklaufen. Also ein Riese läuft ja für eine. Die kleine Monster dabei hat. Okay, ich kann nichts mehr machen, aber seine Gebäude haben halt einfach echt dick
die Range, schade, in diesem Spiel kriege ich das. Ja, das verfolge ich jetzt eigentlich nicht so sehr, dass der Bube darüber rollt. Das Gebäude steht noch, aber jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir schon im Sonnen-Death-Modus, ja. Genau, also so, Echtzeitstrategie, also hier sitzt wirklich ein anderer Typ, oder Tussi, wie auch immer, der seine Monster dann setzt und ja, sich dann auch im Echt überlegt, was er macht. Und das ist halt das Spannende, der war jetzt einfach deutlich über mir, mit Level 5, also 2 Level über mir, und mit so solchen Monstern mit hohem Level, da kann ich halt nichts machen. Nichtsdestotrotz probieren wir es weiter. Ich will halt noch in die andere Arena kommen, also einfach über die 800 Pokale. Jetzt haben wir einen Level 4 Gegner, der Nils. Servus Nils. Machen wir hier. Da gehen die Einser-Skelette echt schnell kaputt. Das ist jetzt recht gut für mich gelaufen, weil ich habe jetzt hier die Skeletthand und jetzt kann ich den Schienhalt zusetzen, den ich natürlich genau am Feuerball reinsetze. Aber er spawnt halt der Riese Puffert und die Beschwörerin kann dann hinten. Ich hau da eben einfach an die Armeen rein. Das ist so mein Deck. Ich spiele die Riese und die Tante als teure Einheit und hab noch 5 Lego-Monster drin. Da kommt der Mini-Packer, den habe ich ja auch. So, nee, sehr schön, wir sparen jetzt noch ein bisschen. Ja, machen wir doch hier mal das. Gewitschte zu. Und jetzt warten wir wieder, bis wir 5 haben und dann laufen wir direkt vor zum Schluss. Er kann jetzt natürlich auch sparen. So, meine Riese gibt's so, schade sie. Ich mache jetzt wieder meine billigen Einheiten, vielleicht sogar noch. Ja, das ist jetzt gut. Der Riesen jetzt gut. Ich kann halt, okay, er hat auch noch einen Prinz dabei, aber das würde ihm gerade richtig weh. Gerade wenn einer jetzt so im Defensiven ist, er muss jetzt hier vorne seinen ganzen Angriff wieder. Und hat's gelangt für... Wir kriegen, glaube ich, jetzt 30. 30 und eine Silberchest und 800 glatt. Geil. Juhu. Wir sind Barbarian Bowl. Die Arena close. Jetzt die Frage, kann ich das halten? Jetzt haben wir heute Montag, 19 Uhr. Ich bin am überlegen, ob ich jetzt hier einfach die Silver Chest aufmache für Gems und die schon mal öffne. Und dann habe ich morgen früh quasi was da reingehört. Ich meine, da ist halt schon viel Geiles drin. Mache ich das? Weil wenn ich jetzt einmal verliere, bin ich halt nicht mehr in der Arena-Stufe. Ja, auf jeden Fall sehr nice. Wir machen nochmal einen Kampf und gucken, ob wir gewinnen. Ich habe schon mal 85 Mal gewonnen. Wir haben so viele Leute jetzt hier neu im Clan. 50. Ist alles gewachsen, ist sehr, sehr nice. Ich habe natürlich auch fleißig eingeladen. Heißt, aktuell ist der Clan voll. Und wird natürlich... Wir wollen natürlich vorankommen. Ich finde das Spiel klasse, darum ist mein Anspruch immer, gut voranzukommen. Und darum sag ich mal, wer dann nicht spielt, kommt dann natürlich raus. Und ja, gucken wir mal weiter. Viele haben ja auch gefragt, wie kann ich das jetzt schon spielen? Das wollte ich eigentlich gleich als wieder in Level 5. The King Royale. So. Ja, er wird mich jetzt wegspammen wollen, aber... So, ich finde meinen Start da immer noch besser. Jetzt
Gegner sein, der dummerweise halt immer gegen meinen geht. Meine Beschwörung. Oh nein, schade. Aber die ist voll gut gegen die kleinen Skelette. Die hält voll viel aus. Und hier, sehr schön, ist mein Tower down. Das packen wir direkt mit ihm hin. Und sehr, sehr nice. Nee, ich warte, dass ich hier die Witch platzieren kann. Da bin ich mal happy, wenn die dann auf 2 Sterne ist. Weil die macht echt gut Damage. Und die Kombo mag ich persönlich sehr gut. Und sie spammt einfach den Kram raus. Jetzt nochmal sein Spitz gebracht. Und der geht erst auf die Kleine. Jetzt braucht die Bogenschütze unbedingt hier. Sehr nice. Wenn ich jetzt einen Riesenbock da vorne hätte. Okay, aber an sich sieht's echt gut schon mal für uns aus. Jetzt können wir wieder ein bisschen warten. Ich werde hier platzieren. Und gleich kommt wieder der Riese dazu. Hoffe ich mal. Das ist jetzt so nicht so prickelnd von ihm. Das kostet nur Zeit, weil der Riese läuft durch bis zum Gebäude. Oh, also das bringt ihm nur Zeit. Und der Riese läuft nur durch zum Gebäude, der verteidigt nicht. So, jetzt haben wir hier eine echt dicke Armee. Das war sogar ein bisschen unnötig. Ich hau noch eine Witch raus. Und noch ein paar. Also er kämpft gerade um Leben und Tod. Und wenn wir hier noch den zweiten Riesen platzieren. Blade. So, 34 Trophäen und eine Golden Chest. Sehr nice. Und wir können die Crown Chest öffnen. Die kriegt man so einmal halt 127 Gold. Sehr nice. 3 Gems. Unlocked. Ach, ich krieg jetzt ja für die dritte Stage die Karten. Barbaren Unlocked. 13 Skelette, meine Fresse. Giants, wie geil ist das denn? Also die machen wir auf jeden Fall direkt hoch. 150, das wird aber teuer. Also man muss tatsächlich haushalten. Zeit, Geld. Aber ich mache die Riesen traurig. Die Puffer, guck mal, wie viele Hitpoints die mehr kriegen. Das ist schon sehr, sehr nice. So, gucken wir mal unten. Wir haben ein Gebäude, die Kindern gekriegt und die Barbaren haben wir gekriegt. Und ja, die anderen sowieso. So. Also, wie gesagt, das Spiel wird jetzt regelmäßig kommen. Ich muss mal gucken. Ich denke schon. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich die nächsten Tage immer mal ein Video raushaue. Und wie es sich in den Plan einfügt, das kann ich noch nicht sagen. Aber, jo, gucken wir. Dann ist es so. Brauche ich ein bisschen Info von euch. Was wollt ihr sehen? Ich weiß, das ist jetzt das Dümmste, was ich machen kann, am Ende von einem 20-Minuten-Video fragen, aber ich hoffe, dass der eine oder andere es dann doch noch sieht. Also, Live-Kämpfe, das, was wir eben gemacht haben und ein bisschen Talk. Es wird mit Sicherheit auch mal Gegner hier in der Gilde, dann gucke ich mal bei Donatera seinen Kampf zu, wenn die was Gutes posten. Oder. Oh, guck mal, er hat auch einen Prinz. Also sowas wird es durchaus mal geben oder auch Battle mit meinen Guildmitgliedern, aber durchaus auch andere Themen. Und ich kann mir auch vorstellen, so, dass ich jetzt am Anfang mir einfach mal, ich mache mal eine kurze Geschwindigkeit, dass ich da mal reingucken kann, wie viel so eine Chest kostet, dass ich einmal einen Chest open mache, dass ich jetzt vielleicht einmal 20 Euro in die Hand nehme, Gems kaufe und wir mal so ein Opening-Video machen, wenn ihr das natürlich sehen wollt. Wenn ihr jetzt sagt, nee, er spielt es lieber free, dann werde ich das durchaus am Anfang machen. Das Spiel hat es für mich auch durchaus, dass da der eine oder andere Euro mal investieren man kann. Ich finde es klasse, das Matchmaking ist gut. Die haben genug Erfahrung mit Clash of Clans sammeln können. Und darum ist hier sehr gut. Und es macht viel Spaß, den echten Matches, eine echte Herausforderung.
heißt, das Ding jetzt scheiß Brett da hinten raus, oder? Das wird eng. Wir beide über Bahn laufen vor. Naja, besser ist es. Dafür sind die Skelette in den Riesen aufzukommen, weil die Riesen laufen ja einfach nur. Ah, verloren. Die Riesen laufen ja nur, die greifen ja nur Gebäude an. Darum. Ja, also sagt mir, was ihr sehen wollt, das mache ich dann natürlich gerne. Ich habe da gerade richtig Bock drauf und jo, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video, Clash Royale. Viel Spaß dafür und ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, wer es runterladen will, googeln Clash Royale APK, dann findet ihr es. Macht's gut.